Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Begriffe wie Einfrieren und weiße Fahne. Und was wird besser in dieser? Na, irgendein neuer Begriff und der wird dann überleben. Die Cannabis-Legalisierung ist durch. Wird die Ampel dafür in Erinnerung bleiben? Oder kann sich bald eh niemand mehr an irgendwas erinnern? Also bei den Abgabemengen, 25 Gramm pro Tag, pro Nase, egal ob Gras oder das viel stärkere Haschisch, hätte zu meiner Zeit ein Kleinstadtdealer aber sauber ausgesorgt. Dann kommen Abstandsregeln und eine rückwirkende Amnestie und die machen es unfassbar unpraktikabel und angreifbar. Polizei und Justiz werden Amok rauchen, was sie bei diesen Abgabemengen ja durchaus preiswert auch können. Wer um 19.55 Uhr in der Fußgängerzone kifft oder 95 Meter vom nächsten Kindergarten, kann belangt werden. Das ist völlig surreal und bedroht Arbeitsplätze in der Comedy-Branche. Lauterbach will die Gefahren eindämmen, etwa Psychosen und Sucht bei Jugendlichen, und die Unbekehrbaren und Unbelehrbaren endlich juristisch in Ruhe lassen. An diesem Gesetz sind mit großem Abstand die Absichten das Beste. Putin wurde als russischer Präsident in seine fünfte Amtszeit gewählt. Wofür inszeniert er eine demokratische Wahl, wenn er doch eh machen kann, was er will? Putins Wahlparodien werden ja unerbittlich von Mal zu Mal absurder. Das ist bestürzend, aber man kann es auch lesen als seinen Weg auf die finale Erstarrung hin. Und Erstarrtes bricht dann sogar am besten. Dass er lügt, über militärische Spezialoperationen etwa, mag uns empören. Markanter aber ist, dass er sich inzwischen bei aller Cleverness und Intelligenz seine Lügen offenbar inzwischen selber glaubt. So wie er die Terrorwarnung der Amis als Feindpropaganda las und darum den Terror nicht verhinderte. Er läuft in seine eigene Falle. Seine Kernthese ist, dass Russland keine westliche Demokratie will, sondern einen autoritären Herrscher an demokratischer Gemüsebeilage. Dass er damit so lange so gut fährt, das sollte uns noch mehr Sorgen machen als der endliche Putin. In Bayern wird Gendern in Schulen und Behörden verboten. Hätte sich der Schüler Hubert Aiwanger an so ein Verbot gehalten? Ja, Aiwanger weiß dann nicht mal, wie man korrekt trennt, also sich und Nazis. Gendern ist, lasst uns ehrlich sein, ein Elitendialekt, ein Soziolekt, jedenfalls jetzt noch. Und andere Eliten haben einen heidenen Spaß daran, sich als anti-elitäre Widerstandsbewegung zu verkaufen. Also zum Beispiel die bayerische Staatsregierung. Und natürlich greifen sie ihren Gegner, und das ist Geschlechtergerechtigkeit, an der vermeintlich schwächsten Stelle an. Also an der gut gemeinten und mäßig gelungenen Sprachverbesserung. Damit sammeln sie dann viele Arglose ein, die Sprachgenauigkeit als mühsam, als umständlich, als seltsam, als streberhaft und vor allem von oben verordnet empfinden. Und jetzt könnte es kippen, indem die Bayern die alte Sprache uns aufzwingen, wecken sie Verständnis und den Wunsch nach mehr Sprachfreiheit. Das ist ein interessanter Pendelschlag. Donald Trump kann eine Strafe von mehr als 450 Millionen US-Dollar nicht zahlen. Schadet das seinem Wahlkampf? Neben der Frage, ob er das bezahlen kann, steht die, ob er das will. Also im Wahlkampf nutzt die Erzählung vom politisch Verfolgten, den das Establishment fertig machen will, jetzt auch noch mit riesigen Strafzahlungen. Trumps Karriere bestand daraus, Schulden mit Schulden, Loch mit Loch zu stopfen. Und nun wird er mit der Geschichte Spenden einsammeln gehen, will Wahlkampfgelder offiziell umwidmen und liegt auf dem Wühltisch für Tycoons und Oligarchen, die sich immer schon mal einen US-Präsidenten kaufen wollten. Das ist ein Schnäppchen. TikTok schränkt die Reichweite des AfD-Politikers Krah ein. Der rechtsextreme Vordenker Sellner bekommt ein Einreiseverbot. Ist das der richtige Weg, um mit rechten Hetzern umzugehen? Ja Gott, alles was recht ist. Wir brauchen keinerlei Zweifel zu hegen, dass die im umgekehrten Falle mit der demokratischen Gesellschaft genau das alles tun würden. Der US-Bundesstaat Texas sperrt die Pornoplattform Pornhub. Konservative wollen damit Kinder schützen. Wieso schreiben es sich Rechte immer auf die Fahnen, alles für die Kinder zu tun? Das ist noch so ein Hufeisen, so wie sich rechte und linke Positionen bei der Migration oder der Sehnsucht nach Autorität dann plötzlich überlappen. Auch die deutsche Porno-Debatte fand ausgerechnet in der katholischen Kirche ihren natürlichen Bündnispartner. Allen Gemeines, gern über anderer Leute Sexualität bestimmen zu wollen. Was die Gesellschaft leider im Detail zum Beispiel beim Kinderschutz dringend tun muss. Und im Großen und Ganzen ist das aber eine Wichsfantasie. Die Deutschen und ihre Fußballtrikots. Erst Erregung um das pinke Auswärtstrikot, dann um den Ausrüsterwechsel. Können Sie die Aufregung nachvollziehen? Ja, wenn die wieder so spielen wie zuletzt, haben wir das
spannendste Entertainment vors Turnier verlegt. Und was machen die Borussen? Bis auf die letzten 10 Minuten mit Füllkrug kein Dortmunder auf dem Platz. Und wir dachten, nee, das ist eine clevere Strategie, so Unfallflucht. Und dann gewinnen die.